Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land, euch wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount Guide-Achievement Guide Video präsentieren. Und zwar geht es heute um hier diese Schneckenmount. Da schimpft sich einmal Panzerklatscher und dieses gibt es dann über das Achievement Ruhm des Helden von Dragonflight und dafür müssen wir alle möglichen Dungeon-Erfolge abschließen. Das sind insgesamt 25 Stück und die müsst ihr wie immer im Mythisch-Modus abschließen. Dementsprechend, ja, ein bisschen gebraucht, aber sonderlich schwer sind sie nicht. Und ich würde sagen, da schauen wir dann gleich mal in die ersten Achievements rein. Die erste Instanz, die wir uns anschauen wollen, ist die Akademie von Algeta und da haben wir dann gleich das Achievement mit Enten auf Jagd und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt das überwucherte Urturm in der Akademie von Algeta auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, während alle Gruppenmitglieder ein wohlgenährtes Entchen auf dem Kopf haben. Ja, da gucken wir jetzt mal kurz rein. Also, wir müssen als erstes in die Akademie und dann zu dem Baumboss. Und natürlich erstmal allen Trash umhauen. Sobald wir das gemacht haben, können wir mit allen Spielern ein Entchen anklicken. Und dieses Entchen befindet sich ja quasi rechts hinter dem Boss, wenn er vom Eingang kommt. Da ist so ein kleiner Teich angelegt, hier hinten seht ihr das. Und da können wir einfach diese Entchen anklicken. Die Entchen slowen euch ein bisschen runter. Ihr solltet am besten nichts einsetzen, was ein Slow bricht. Also am besten auch beim Druid nicht Shapeshiften oder andere Fähigkeiten einsetzen. Es kann sein, dass es dann nämlich dazu führt, dass die Entchen dementsprechend entfernt werden. Und dann hat man so ein bisschen die Problematik, dass das Achievement nicht zählt. Heißt, wir schnappen uns jetzt alle ein Entchen. Und ihr habt schon gesehen, beim Bären ist es nicht auf dem Kopf, sondern es sieht ein bisschen komisch aus. Ich sage jetzt mal nicht weiter dazu was. Und jetzt gehen wir quasi einfach an den Boss rein und hauen ihn um. Mehr ist es tatsächlich nicht. Warte, wir können jetzt mal einen Ticken vorspringen. Ah ja, ihr seht, also den haben wir dann hier einfach quasi umgeflext. Das Einzige, wo es halt ein bisschen schwieriger wird, wenn diese ganzen Pule spawnen, könnt ihr da halt schlecht rauslaufen. Aber wenn ihr wie wir hier einfach den Boss quasi innerhalb von ein paar Sekunden umflext, dann ist das alles gar kein Stress. Dann ist es ein sehr einfaches Achievement. Am besten dafür auch HT zünden. Wenn ihr habt, vielleicht auch einen Pot reinhauen, dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar heißt der Tor gefährlich und für diesen müssen wir Folgendes machen. Besiegt Krass in der Akademie von Algeta auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr gleichzeitig beide Tore aktiviert habt. Es ist eine relativ simple Angelegenheit und zwar hauen wir den Boss erstmal ein bisschen runter, ne? Also das ist hier dieser Vogelboss, bis dementsprechend diese Kugeln spawnen. Wir kriegen immer 4 Kugeln. Jetzt gehen wir her und nehmen, oder ne, 5 Kugeln kriegen wir, pardon, und hauen 2 in jedes rein, ne? Also wir hauen quasi in das Wind- und in das Feuerteil jeweils 2 Kugeln rein. Und sobald ihr das gemacht habt, behaltet ihr die letzte, die 5. Kugel einmal über. Jetzt haut ihr den Boss weiter runter, bis die nächsten Kugeln spawnen. Und wenn die nächsten Kugeln quasi gespawnt sind, dann nehmt ihr noch eine auf. Am besten stellt sich dann ein Spieler, der die Kugel davor schon hatte, dementsprechend an das Feuerding ran. Und ein anderer Spieler mit den neuen Kugeln stellt sich quasi an das Windding ran. Und dann könnt ihr das im Voice absprechen oder ihr habt einen Timer, das bleibt sich relativ gleich und lauft dann gleichzeitig rein. Also ihr seht, da spawnen die nächsten Dinger. Und jetzt geht er quasi dahin, bringt es gleichzeitig rein. Die Teile, dass die rüberfliegen und dann seht ihr, müssten jetzt hier beide dementsprechend aktiv sein. Also sowohl das der Windeffekt als auch der Feuereffekt. Und jetzt gilt es quasi nur noch den Boss umzuhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und tada, da ploppt das Achievement auf. Dann kommen wir zum nächsten Achievement und zwar schimpft sich das Kommt nach dem Unterricht zu mir und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Vexamus in der Akademie von Algeta auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, ohne dass Spielercharaktere arkane Kugeln absorbieren. Ja, das ist relativ selbsterklärend. Also ihr pullt quasi den Boss hier und dann spawnen alle paar Sekunden um ihn rum so Kugeln. Im Normalfall solltet ihr die ja soaken, ne? Wenn ihr die nämlich nicht soakt, kriegen alle Leute Damage. Und zusätzlich kriegt der Boss halt Energie, was auch nicht unbedingt gut für uns ist. Jetzt ist es halt so, dass wir am besten einfach mit allen auf quasi die andere Seite rumlaufen und den Boss permanent alle Kugeln soaken lassen. Ne? Ihr kriegt dann alle ein bisschen Damage. Ihr seht es, der Heiler muss ein bisschen was wegheilen. Wenn ihr halbwegs gutes Gear habt, dann ist das gar kein Stress. Und ja, Energie kriegt er auch, aber bei uns ist er nur eine Kugelphase, hat er überstanden. Mehr war es das nicht, also es ist ein sehr einfaches Achievement. Und damit sind wir tatsächlich auch schon in der Akademie durch. Der Endboss hat tatsächlich auch keinen Erfolg. Dann schauen wir in die nächste Instanz und zwar nach Naltarus. Und dort haben wir den Erfolg heißes flüssiges Magma.
Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Magmahauer in Altaros auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem er durch drakonische Tinktur mutiert wurde. Und ja, als erstes müssen wir dementsprechend diese Tinktur finden. Und ich bin jetzt schon in dem Raum von dem Boss. Und hier am Eingang ist direkt so ein Tisch. Und den Tisch, da haben wir diese Tinktur drauf. Die können wir anklicken und dann haben wir quasi einen extra Button. Und so wie wir das verstanden haben, muss die quasi jeder einmal anklicken und dann den Boss ins Target nehmen. Und diese Tinktur einmal auf den Boss draufschmeißen. Ne? Damit können wir ihn dann mutieren. Und sobald der Boss mutiert worden ist, können wir ihn umhauen. Ja? Mehr ist es tatsächlich nicht. Also ihr seht, die können wir jetzt schmeißen. Wir haben das jetzt alle relativ gleichzeitig gemacht. Er hat jetzt hier 5 Stapel. Und ja, dadurch kriegt er auch ein bisschen mehr Damage und alles. Also er wird dadurch auch noch nicht gepullt. Und jetzt können wir ihn einfach umhauen. Mit halbwegs gutem Gear hat man ehrlich gesagt davon relativ wenig gemerkt. Einfach umbürsten und dann gibt es das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg, und zwar schimpft sich der einmal: Wissen ist bewahrt. Und was müssen wir dafür machen? Besiegt Kargat den Schuppenschrecken in Neltaros auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch und verbrennt dabei weniger als 15 Bücher. Es ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache, wir haben das aber tatsächlich zweimal spielen müssen. Und zwar haben wir dann einfach die Instanz einmal resettet. Wie läuft das? Wir haben hier einen Haufen Bücher in dem Raum von ihm hier rumstehen. Und er hat verschiedene Effekte, die er auf Spieler schießt. Und die machen halt AE Schaden und verbrennen halt die Bücher. Deswegen, weil am Eingang keine Bücher sind, stacken wir ja alle relativ nah am Eingang und pullen den Boss da auch hin. Dann am besten, ja, wenn ihr HT oder irgendwelche CDs habt, ist es ganz gut. Dann könnt ihr ihn quasi einfach runterbrennen und es passiert nicht sonderlich viel. Ihr seht, hier haben wir diese Feuerkugel, die von ihm wegfliegt, die würde Bücher zerbrennen. Oder er hat dann auch, glaube ich, noch so eine andere Fähigkeit, die auch Bücher verbrennt. Aber im Endeffekt, wenn ihr ihn relativ schnell tötet, passiert nichts, ne? Achievement aufgeploppt, wir haben, glaube ich, kein einziges Buch jetzt verbrannt. Davor waren wir im Raum ein bisschen weiter auseinandergestanden und da hat man einfach die Problematik, dass man dementsprechend das ein oder andere Buch erwischt. Übrigens, außer den beiden Erfolgen gibt es hier kein anderes. Wenn ihr es wie wir auch verkackt habt, geht einfach raus, resettet die Instanz, geht nochmal rein, dann kriegt ihr zwar kein Loot mehr, aber könnt das Achievement nochmal machen. Ne? Also so als kleiner Tipp am Rande. Dann schauen wir uns die nächste Instanz an, und zwar ist das jetzt hier der Angriff auf Nokut, und da haben wir dementsprechend jetzt hier das erste Achievement. Onar-Inkubation heißt es, und für dieses müssen wir Folgendes machen. Bringt Onar-Hüter Taruk beim Angriff der Nokut auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch 8 warme Onar-Eier bei einem einzigen Besuch. Also wir müssen das in einem Run quasi erledigen. Und wo ist jetzt der Typ? Und zwar, wenn wir jetzt hier relativ am Eingang der Instanz, seht ihr dann den Eingang, und hier oben bei der Hütte ist der Typ, also in der Instanz drin, ne? Und da gibt es so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Pottich, und da müssen wir die Eier quasi dann abgeben bei dem Kollegen. So, jetzt müssen wir quasi losfliegen und diese Eier suchen. Und da habe ich euch schon einmal eine Map rausgesucht. Und da seht ihr, wo diese ganzen Eier sind, ne? Das ist quasi in der Instanz drin. Da sind diese ganzen Positionen. Das könnt ihr auch mal das Video einmal anhalten und die dann quasi einmal abflattern. Ich zeige euch jetzt mal, wie das dann aussieht mit den Eiern, wenn man die aufklauben kann. So, ich bin jetzt gerade an einem von den Nestern dran, ne? So sehen die Dinger quasi auf. Da könnt ihr einfach draufklicken. Dann habt ihr so ein Ei quasi auf dem Rücken. Wieder aufs Mount drauf. Den Buff hat der 3 Minuten, wie ihr seht, und das müsst ihr einfach zurückbringen. Ihr müsst es nicht in der Reihenfolge machen, wie es jetzt hier auf der Map war. Die waren einfach nur gemarkt, dass man sich ein bisschen besser mit der Gruppe absprechen kann. Also ihr könnt es so machen, dass einer rumfliegt und alle Eier holt. Ihr könnt aber, wenn ihr es schneller machen wollt, quasi mit der kompletten Gruppe rumfliegen, euch ein bisschen absprechen, wer welches holt, die dann einfach quasi zurückbringen. Und ja, dann habt ihr auch das Achievement schon eingehabt. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ja? Also es sind halt die, wie viel waren es jetzt? Ich glaube 8 oder 10, jetzt müssen wir mal selber gucken. Ne, genau, 10 Stück waren es insgesamt, die ihr dann abgeben müsst. Und sobald ihr das getan habt, gibt es dann dementsprechend einmal das Achievement. Also ich bin jetzt hier reingeflogen, kann den Korb anklicken, gibt das Ei ab und ja, sobald alle 10 drin sind im Körbchen, habt ihr einen Erfolg. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg, und zwar heißt der: Wie stehen die Chancen? Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Besiegt den wütenden Gewittersturm beim Angriff der Nokut auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr einen einzelnen Spieler mit 5 Blitzschlägen gleichzeitig getroffen habt und einen Sturmelementar besiegt habt. Ja, was müssen wir dafür jetzt genau machen? Und zwar müssen wir erstmal hier zu diesem Gewittersturm-Boss.
Und dort ist es jetzt so, dass in gewissen Abständen Spieler quasi diese Kreise kriegen. Und jetzt stellt ihr euch so auf, dass ein Spieler alle Kreise abkriegt. Ja? Der bekommt dann relativ viel Schaden, am besten macht es der Tank. Und wenn es geklappt hat, dann spawnt hier dieser Elementar. Der macht dann hier auch noch so Volt-Zeug und sowas. Den klopft er einfach um, sonderlich viel Leben hat er nicht. Und danach tötet er den Boss. Mehr ist es nicht. Wir haben es am Anfang so probiert, dass wir quasi, dass ich ganz in der Mitte gestanden bin und die anderen quasi in vier Richtungen waren. Ne? Ich eigentlich alle abgekriegt habe. Komischerweise ist das Elementar nicht gespawnt. Dann haben wir es so gemacht, dass ich quasi in der Mitte stehe und zwei immer aufeinander stehen, dass die halt auch immer nochmal die Sachen abkriegen. Und dann hat es komischerweise geklappt. Jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht allgemein ein bisschen rumbacken, ob ihr es auch so spielen müsst. Aber solange das Elementar spawnt, wenn es hier irgendwie hinkriegt, dass dementsprechend einer alles abkriegt und das Elementar kommt, dann hat es auf jeden Fall geklappt. Ne? Gut, dann schauen wir uns das nächste an. Dann schauen wir uns den nächsten Erfolg an. Und zwar schimpft sich der Waffen von Marokkai. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Terra und Maruk beim Angriff der Nokut auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, während ihr den Speer von Tolui, die Kriegsaxt von Bereke und den Bogen von Schatkw irgendwas haltet. Die Namen habe ich komplett falsch ausgesprochen, ist aber auch egal fürs Achievement. Und zwar, wir müssen jetzt drei Waffen besorgen und damit den Bosskampf spielen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, war das so, dass die Waffen einem negative Effekte geben. Heißt, man will die nicht unbedingt, aber fürs Achievement müssen wir die mitnehmen. Wo sind die Waffen? Naja, die liegen hier bei den Bossen in diesen Grabkammern rum. Ne? Also da geht ihr einfach rein und könnt die anklicken und jeweils ein Spieler muss halt eine Waffe tragen und dann müsst ihr den Bosskampf starten. Also da unten war eine drin. Dann hatten wir hier in dem Gebäude noch eine drin. Direkt hinter dem Boss, da ist der Speer drin. Und das letzte Item war, glaube ich, oben hier ganz hinter dem Boss. Da haben wir dann auch nochmal hier die Axt liegen. Das haben wir uns die 3 DDs quasi einmal aufgesammelt. Und sobald ihr diese Waffen habt, habt ihr dann auch so einen Debuff drauf. Und mittels des Debuffs seht ihr auch, ja, hier Bewegungsgeschwindigkeit 30% verringert zum Beispiel. Und was haben wir hier? Sämtlich erlittener Schaden um 20% erhöht und da halt eine Heilung um 20% verringert. Also, das sind jetzt nicht krasse Sachen. Ne? Wenn ihr gutes Gear habt, dann rödelt ihr den Boss halt eh um oder die Bosse besser gesagt. Wichtig ist halt, ihr killt vorher den Trash, nur dass ihr zu den Dingern hinkommt und dann Sachen aufsammeln und dann könnt ihr ganz normal den Boss runterhauen. Dann kommen wir zum letzten Erfolg in Nokut und zwar schimpft sich der Gesund geht's rund und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Balakar Khan beim Angriff der Nokut auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr Onara auf volle Gesundheit geheilt habt. Ja, das ist eigentlich eine relativ simple Sache und zwar haut ihr den Boss erstmal in die Intermission hier rein und dann seht ihr diese Adds-Casten quasi hier auf Onara. Und die müssen wir jetzt erstmal einmal töten. Soweit, so gut, ne? Das kennt man aus dem normalen Kampf hier. Und sobald wir diese Intermission fertig haben, also sprich diese Ads getötet haben, können wir den Vogel heilen. Also der Heiler und auch alle anderen Klassen, die quasi Heilfähigkeiten haben, können ihn jetzt anvisieren und einfach da Heilung drauf spammen. Ja? Also ihr könnt da quasi den einfach hochziehen. Ich habe mir das jetzt auch kurz überlegt, gehe ich aus der Bärengestalt raus, habe auch ein bisschen mitgeheilt. Solltet ihr vielleicht das Tank nicht unbedingt machen. Und sobald der voll geheilt ist, der Vogel, können wir einfach den Boss umhauen und dann gibt es das Achievement. Ne? Ihr seht, sobald er voll geheilt ist, fliegt er dann auch wieder ganz normal rum. Mehr ist es nicht. Ja? Das könnt ihr aber halt erst dann machen, wenn ihr die erste Intermission durch habt und quasi diese Ads einmal getötet habt. Dann kommen wir zur nächsten Instanz und zwar die Brackenfellhöhle. Und dort haben wir den ersten Erfolg. Knurr-Bossifizierung schimpft sich der. Und was müssen wir dafür machen? Besiegt Hackklaus Kriegsmeute in Brackenfellhöhle auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr Häuptling Sampfpfote befreit, mit Speer und Schild ausgestattet und sichergestellt habt, dass sie überlebt. Okay, das ist ein bisschen, ja, ein blöderes Achievement tatsächlich, aber auch nicht schwer. Als allererstes müssen wir natürlich zu dem ersten Boss kommen in der Brackenfellhöhle und dann haben wir hier drei Sachen, die wir machen müssen. Erstmal den Gnolle im Käfig, ne, den müssen wir dann während dem Kampf freilassen. Dann haben wir hier hinten den Speer und auf der anderen Seite quasi sein Schild, das wir aufklauben müssen. Und jetzt läuft es so, dass wir den Boss einmal angreifen. Ein Spieler lässt ihn dann aus dem Käfig raus. Dann rennt er ein bisschen gefiert wie so ein Blöder rum
Und zwei andere Spieler holen quasi sein Schild und seine Waffe. Ja? Und dann hört er nämlich auf, gefiert rumzulaufen. Und am besten schauen wir halt, dass wir den Boss ein bisschen weit von ihm wegtanken und dementsprechend auch versuchen, dass die AE-Fähigkeiten ihn nicht treffen. Der kann nämlich sterben und der muss halt dementsprechend auch überleben. Das ist ein bisschen tricky. Ja? Am besten, wenn ihr Klassen habt, die irgendwelche High-Mobility-Fähigkeiten haben, die sollten dann am besten die Items holen, um dementsprechend dafür zu sorgen, dass er die Sachen relativ schnell kriegt. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt erstmal hier die Bosse ein bisschen runtergeklieft. Es gibt nämlich da ein paar, die machen da Schaden und die sollten dann halt relativ zügig sterben, nachdem man ihn rausgeholt haben, weil er bekommt halt dann auch den Damage und wenn er verreckt, dann ist er blöd. Ne? Man kann den Encounter resetten, falls es schief geht. Wir haben jetzt hier erstmal die zwei Kleinen quasi getötet. Und wenn die down waren, die machen nämlich hier auch den Haupt-AE-Schaden und diesen Klaffzahn, den haben wir übergelassen. Ihr könnt ihn aber auch direkt rausholen, also instant stirbt er auch nicht. Und ja, jetzt seht ihr, holen wir einmal quasi den ersten Kollegen raus. Das haben wir das Schild geholt und den Speer, das bringen wir beides zu ihm in. In der Zeit war er gefeiert und sobald er seine Waffen hat, ist er nicht mehr gefeiert. Und dann können wir ganz normal die Bosse runterhauen. Ihr seht, hier rennt er dann auch weg. Hockt sich dann wieder hin und Achievement gibt's, ne? Mehr ist es halt nicht. Dann schauen wir uns noch ein Zusatz-Achievement in der Brackenfellhöhle an, und zwar schimpft sich das vegetarische Ernährung. Und dieses Achievement ist keins fürs Meta-Achievement, aber ich denke mal, das passt hier ganz gut nur mit rein, gibt auch ein Toy. Und wenn ihr eh schon in der Instanz seid, könnt ihr es eventuell mitnehmen. Was müssen wir dafür machen? Befreit bei einem einzigen Besuch in der Brackenfellhöhle alle Tusker, die in einem Fleischlager gefangen sind. Und ja, was ist das für ein Zeug? Und zwar sind es so Käfige. Und wenn ihr hier reingeht, habt ihr am Anfang, bevor ihr den ersten Boss killen könnt, insgesamt 7 Käfige hier in dem Bereich. Diese Käfige werden auf der Map angezeigt und ihr müsst 5 öffnen, bevor ihr den ersten Boss hier angreifen könnt. Ne? Vorher kommt ihr halt nicht. Es sind aber noch 2 weitere hier. Die sind in dem ganzen Bereich hier verstreut. Die seht ihr auf der Map. Dementsprechend werde ich sie jetzt nicht ablaufen. Also das ist tatsächlich selbsterklärend. Und wenn ihr die 7 geholt habt, dann könnt ihr den ersten Boss, oder wenn ihr 5 geholt habt, könnt ihr den ersten Boss töten. Und wenn ihr alle 7 geholt habt, dann habt ihr schon mal den Haken hinter einem Teil des Erfolges. Jetzt ist es aber so, dass es insgesamt 12 Käfige gibt. Und die 5, die uns jetzt fehlen, nach denen, die hier am Anfang auf der Map angezeigt werden, die will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar bin ich jetzt einmal hier schon hinten drin in der Instanz. Ich habe das jetzt ein bisschen später aufgenommen, also hier schon alles clear und wir haben den Erfolg schon gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal, wo wir hin müssen. Also als erstes müssen wir hier runter auf die Koordinaten 64, 45. Ne? Dort, also da oben haben wir den Weg, wie ihr seht. Und hier ist so eine kleine Höhle und da ist einer von den Käfigen drin. Also hier haben wir dann Nummer 8. Dann, wenn wir hier hintergehen, haben wir hier drin dann Nummer 9. Wo der jetzt genau stand, weiß ich nicht mehr. Irgendwo hier in dem Dreh rum, also hier hinten auf den Koordinaten 55, 55 in etwa. Und dann, guck mal, ob wir da irgendwie runterkommen. Schauen wir mal, ob wir da drüber springen können. Nee, da muss ich außen rumlaufen. Dann gibt es quasi noch einen Spot, wo wir gleich 3 Käfige haben. Und zwar ist das so eine Höhle, die sich jetzt irgendwo da unten befindet. Da laufen wir jetzt einmal hin. Also sprich, springen wir hier mal runter. Und ich habe da nämlich vorher auch schon einen Mark hingesetzt. Hier gibt es nämlich verschiedene Höhlen. Es gibt hier eine Höhle, das ist die falsche. Und zwar da haben wir dann hier hinten noch eine Höhle. Und das ist die richtige. Und der Eingang ist etwa hier bei den Koordinaten 52, 61. Da könnt ihr, wenn dann hier von der Brücke runterspringen, oder ihr lauft halt hier unten hoch. Ne? Das bleibt sicher gleich, wo ihr rumlauft. Da schauen wir mal rein. Und hier drin sind dann zack, 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 3 Käfige und damit habt ihr alle 12 Stück zusammen. Also wie gesagt, hier hinten ist 1, hier ist 1, dann unten in der Höhle ist 1 und die 7 sind hier am Anfang in dem Bereich verstreut. Aber solange ihr den ersten Boss nicht getötet habt, seht ihr die einfach auf der Map angezeigt. So, sobald ihr dann alle 12 aufgemacht habt, gibt es das Achievement. Und mit dem Achievement gibt es dann das fetzige Tusker-Party-Toy auch noch mit dazu. Dann kommen wir als nächstes zu dem Erfolg Beißender Baum. Und ja, für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Baummaul in der Brackenfellhöhle auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem jeder Spieler mindestens einmal verschlungen wurde. Und das ist eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Ihr geht halt her und pullt einmal den Boss her.
Und jetzt stellt ihr euch einfach alle komplett zum Boss hin. Der Boss castet alle paar Sekunden so einen Cast, wo er dementsprechend alle Spieler ransaugt. Also jetzt nicht das kickt uns weg, sondern der hat so ein Ransaugen. Im Normalfall wird da nur der Tank einmal rangesaugt, weil die meisten so ein bisschen weiter wegstehen. Wenn wir alle aber komplett an den Boss dran stehen, werden wir alle eingesaugt. Das macht ein bisschen Schaden, da haben wir es gerade. Mit halbwegs Gear kann man das aber locker überleben. Und sobald ihr einmal alle eingesaugt worden seid, könnt ihr einfach den Boss umhauen. Mehr ist es nicht. Ja, ist eine relativ simple Angelegenheit. Dann kommen wir zum nächsten Achievement. Und zwar heißt das, die Kunst, etwas nachhaltig zu töten. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Faultriarchen Zornauge in der Brackenfellhöhle auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr 3 zähe Pilze gefunden und eingepflanzt und sie mit dem Verrottungsschlag zerstört habt. Okay, das ist ein bisschen nervigeres Achievement. Und zwar sind wir jetzt hier beim Endboss, bei dieser Faultriarchen Zornauge. Und oben, quasi in diesem Rondell da, sind hier 3 Pilze. Wir haben die schon einmal gemarkt, also rechts, links und in der Mitte ist einer. Und diese Pilze, die müssen wir aufklauben, also die kann man quasi einfach anklicken. Und da müssen jetzt Spieler hochlaufen, am besten nicht der Tank, was sonst resettet der Boss. Und ja, da müsst ihr so ein bisschen durch dieses Gift durch. Heißt, am besten habt ihr irgendwelche Dev-CDs und dann könnt ihr die einfach aufsammeln und habt das Zeug dann im Inventar. Diese Pilze, wenn ihr die aufgesammelt habt, könnt ihr die dementsprechend dann auf den Boden stellen. Ja? Und wenn ihr die auf den Boden gestellt habt, dann müssen die einmal vom Boss zerstört werden. Am besten holt ihr erst alle 3 Pilze und versammelt euch dann nochmal unten. Sonst müsst ihr den Bosskampf ganz normal spielen. Wichtig an der Stelle, konzentriert nicht die komplette Gruppe auf die Pilze konzentrieren, denn diese Totems müssen ja zerstört werden, sonst deckt der Boss halt so einen ekligen Buff hoch und dann wird das ein bisschen nervig hinten raus. Genau, ihr seht, einer hat jetzt hier schon so einen Pilz aufgestellt. Und ja, es macht tatsächlich Sinn, dass man die alle so ein bisschen zusammenstellt. Dann kann man die nämlich mit einmal wegräumen. Man sollte das nicht am Anfang vom Bosskampf machen. Der Boss kriegt da irgend so einen Stack, der unschön für die Gruppe ist. Deswegen am besten die Pilze alle holen, dann den Boss runter DPSen und danach diese Pilze umhauen. Und zwar mal diesen Verrottungsschlag und der muss auf die Pilze gewirkt werden. Ihr habt das gerade gesehen, ich habe mich da zwar hingedreht, die Pilze wurden aber, oder zumindest wurde nur einer weggeräumt. Wichtig ist, dass ihr als Tank hinter dem Boss steht, also oder hinter dem Pilzen, dass der Schlag quasi erst diese Pilze trifft und dann euch. Ja? Also man muss quasi, jetzt zeige ich es hier nochmal falsch, im Endeffekt nicht so stehen, sondern dementsprechend, vielleicht können wir einen Ticken nach vorne springen. Ja, das war ein Ticken zu weit. Dementsprechend, jetzt kommt er nochmal, ich laufe durch die Pilze durch und somit räumt er sie weg. Ja? Und sobald alle 3 Pilze quasi dadurch getötet wurden, können den Boss umhauen. Der wird dann auch weiß, das Achievement, ne? Wenn ihr es euch rausgezogen habt, dann seht ihr ganz gut, dass es geklappt hat. Gut, mehr ist es eigentlich nicht. Dann kommen wir weiter zum nächsten. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg. Und zwar schimpft sich der alles, was man über Hyänen wissen muss. Und zwar müssen wir Folgendes machen. Erfahrt von Gwynbot 5 Fakten über Hyänen bei einem einzigen Besuch in der Brackenfellhöhle auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch. Und um diese 5 Fakten lernen zu können, müssen wir mit 5 Items interagieren. Und dann kommt dann immer dieser kleine Kollege und erzählt uns ein bisschen was über Hyänen. Und ja, da habe ich euch schon mal eine Map rausgesucht. Es ist nämlich tatsächlich ein bisschen tricky, die zu finden. Wir haben hier 5 Dinger in der Brackenfellhöhle. Eins haben wir hier oben auf den Koordinaten 29.5, 26.0. Dann einmal auf 52.3, 27.0. Das ist übrigens in der Höhle drin. Dann haben wir eins auf 64.4, 28.5. Dann haben wir eins auf 53.0, 53.0 und hier oben noch eins auf 50.0, 88.0. Bei den Dingern ist es übrigens so, dass ihr alle in einer unterschiedlichen Reihenfolge machen könnt, außer das letzte. Das könnt ihr dann quasi erst anklicken, wenn ihr alle anderen geholt habt. Vorher müsst ihr immer die jeweiligen Bosse töten, sonst könnt ihr auch nicht mit interagieren. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die mal an, wo die genau sind. Hier unten bei dem hier kann ich das euch jetzt gleich mal als erstes zeigen. Da sind wir nämlich einmal hochgelaufen, wie das aussieht. Und zwar geht es da oben zu diesem einen See hoch. Und da ist es dann so, dass wir so einen kleinen Dino anklicken können, ja. Ich habe das jetzt nochmal ganz kurz auf der Map gesehen. Und der ist dann hier hinter dem Stein. Ihr seht, da ist so ein Dino. Den können wir dann anklicken. Und wenn wir den anklicken, kommt der kleine Kollege und erzählt uns was, ne. Und so läuft das quasi mit diesen anderen Items auch ab. Dann schauen wir uns als nächstes den hier unten an, am Wasser.
Und dazu habe ich euch auch schon was rausgesucht. Der ist nämlich am Anfang bei uns nicht da gewesen, weil wir den Boss davor noch nicht umgehauen hatten. Und das ist einfach so ein kleines Fischteil, was man hier auf dieser, ja, dieser Insel quasi anklicken kann. Ne? Da müssen wir jetzt hier rum. Da steht nämlich auch schon wieder der NPC. Und hier unten können wir das dann einmal finden. So, mal gucken, wo das genau war. Ah ja, genau, da hinten war dieser kleine Murloc, ne, auf der anderen Seite vom Wasser. Man sieht es immer auch relativ schlecht. Genau, also da haben wir ihn. Den können wir dann auch wieder anklicken. Und sobald wir das machen, haben wir hier diesen Dialog, ne? Und dann kommt dieser Kollege und erzählt uns so ein bisschen was. Das nächste, was wir uns angucken, ist dann das hier in der Höhle drin. Und zwar ist das besonders tricky, denn in dieser Höhle sind Haufen Hyänen drin und die spawnen die ganze Zeit nach und machen extrem Schaden. Wenn ihr die ganzen Bosse vorher gekillt habt, also auch den Endboss, wir haben jetzt alle vorher gemacht, dann sind die Hyänen hier freundlich und belästigen einen nicht, ne? Also wenn die feindlich sind und die ganze Zeit nachspawnen, die hauen schon richtig rein tatsächlich. Und jetzt können wir nämlich hier hinten reinlaufen und einmal hier auf diese Box draufklicken. Und dann passiert auch wieder selbiges, dann kommt wieder dieser NPC, erzählt uns ein bisschen was und dann haben wir quasi das nächste von diesen Unterpunkten. Da seht ihr, da kommt er einmal angelaufen. Dann schauen wir uns den nächsten an und zwar haben wir hier ja noch den einen auf 5353 und der, wie gesagt, auch die anderen spawnt halt erst, wenn ihr die Bosse getötet habt, ne? Also ihr seht, da haben wir den Knochen. Dann können wir den einmal anklicken und dann kommt auch wieder dieser kleine Vulpera und erzählt uns wieder so eine kleine Geschichte. Da haben wir ihn auch schon. Dann kommen wir jetzt noch zum letzten und zwar ist der nicht auf diesem Map-Pin, was ich euch gezeigt habe, sondern der ist tatsächlich hier in dem Bossraum drin. Und Kollege hat ihn jetzt gerade hier schon angeklickt, hier da, wo der Worry steht, hier bei den Sträuchern, da kann man quasi das letzte aktivieren, wenn man denn die anderen vorher aktiviert hat. Und nochmal die Info, ihr müsst vorher die Bosse töten, sonst könnt ihr nicht mit dem Zeug interagieren. Das ist ganz wichtig, weil da hatten wir auch teilweise Probleme. Also der Mark, oder das Mark hier ist anscheinend falsch, das ist hier in dem Bossraum drin, ne? Gut, dann haben wir die alle und dann würde ich sagen, schauen wir in die nächste Instanz weiter. Dann kommen wir zur nächsten Instanz und zwar zur Hallen der Infusion. Hier haben wir das Achievement Gift-Sondereinsatzkommando und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt die toxische Flunkermutter in den Hallen der Infusion auf den Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr die Wasserzuläufe gesäubert habt. Und ja, als erstes müssen wir einen Weg laufen, den ihr wahrscheinlich sonst nicht rennt. Und zwar, nachdem wir den ersten Boss besiegt haben, rennen wir nicht hier quasi die Abkürzung in Anführungszeichen, sondern gehen diese Treppe hoch. Und dort ist es so, dass wir dann zu so, ja, so Becken kommen, wo wir dementsprechend einen Knopf drücken. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen vorspulen. Und zwar, wenn wir dann den Weg hier weiterlaufen, kommen wir in einen Raum, wo rechts und links so Becken sind. Und bei diesen Becken ist es so, dass es einen Knopf da unten gibt. Da sind ein Haufen Mobs außenrum, die solltet ihr vielleicht erstmal wegsäubern. Das skippen wir jetzt auch mal vor. Und dann schwimmen wir das Becken runter. Ja? Und hier unten an dem Becken haben wir dann dementsprechend einen Knopf dran. Und wenn wir diesen Knopf hier drücken, dann müsste oben ein Frosch spawnen. Das schwimmen wir wieder einmal hoch. Und schauen mal, ob der Frosch einmal da ist. Und ja, hier haben wir toxische Flunkermutter. Ich bin jetzt quasi von dem, wo wir kommen, ne, in das linke Becken reingeschwommen und habe da einfach den Knopf gedrückt. Dann können wir die Flunkermutter umhauen, diese toxische, und dann dürfte eigentlich auch schon das Achievement aufploppen. Mehr ist es nicht. Über dem Weg kommt ihr quasi auch zum nächsten Boss. Es spielt im Endeffekt keine Rolle, welchen ihr glaubt. Der ist halt eigentlich ein bisschen länger, deswegen nimmt man im Normalfall quasi den anderen Weg. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass es hier noch diesen anderen Weg tatsächlich gibt. Gut, dann schauen wir weiter zum nächsten Achievement. Dann kommen wir zum nächsten Achievement und zwar schimpft sich das einmal hungriger, hungriger Flunker und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt den schlingenden Goliath in den Hallen der Infusion auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr ihn wütend vor Hunger gemacht habt und verleitet habt, 10 neugierige Flunkerchen zu verschlingen. Und dazu müssen wir zu dem Froschboss einmal hin. Und ja, erstmal müssen wir ihn einmal wütend machen. Und wie machen wir ihn wütend? Naja, er will quasi was futtern und wir müssen halt dafür sorgen, dass er nichts füttern kann, dann wird er nämlich wütend. Jetzt macht er dieses Schlucken und da will er jetzt irgendwas fressen, jetzt konnte er nichts fressen und jetzt wird er sauer.
Und da kriegt er dann den Buff, dass er einen Haufen mehr raushaut. Dann könnt ihr dann ein bisschen kiten, weil wenn ihr halbwegs Gear habt, ist es auch egal. Alle paar Sekunden spawnen dann diese neugierigen Flunkerchen. Und die müsst ihr am besten, wenn dann kiten oder wie wir das gemacht haben mit dem Druid, dieses Massenrouten quasi einsetzen. Dann könnt ihr die alle an Ort und Stelle festrouten. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir ein paar Wellen von denen spawnen lassen, ohne dass der Frosch die einmal futtert. Und wir haben das halt immer gemacht, dass wir die einmal spawnen lassen, die verfolgen Spieler, die geben dir auch diesen Debuff, also ihr dürft die nicht tanken, weil sonst stirbt ihr irgendwann bei 10 Stacks. Schauen, dass die alle zusammenkommen, dann routen wir die und wenn der Boss dann quasi das nächste Mal hier diese Schlucken macht, jetzt seht ihr, da castet es nochmal, wir lassen ihn jetzt noch einmal mehr, die Flunker spawnen, dann ziehen wir den quasi auf diese ganzen Frösche drauf und schauen, dass er 10 auf einmal futtert. Ja, obwohl, es müssten jetzt hier schon genug da sein. Jetzt gucken wir mal, dass er hier nochmal herkommt, dass er die dann gleich alle wegfuttern kann. So, also wir ziehen ihn auf den kompletten Haufen drauf. Und ich glaube, den Tank verfolgen die sogar nicht mal, die kleinen Viecher. Das wollen jetzt aber auch noch ein paar mehr, also das müssten jetzt hier auf jeden Fall genug sein. Können wir dann noch einmal routen, dass sie alle schön da bleiben. Und dann solltet ihr auch ein bisschen gucken, dass ihr eure Debuffs nicht so hoch stackt. Ne? Nicht, dass ihr dadurch den Debuff einmal sterbt. Und jetzt macht ihr hier nochmal das Futtern. Dann laufe ich jetzt sicherheitsweise raus. Und jetzt hat er quasi alle außenrum gefuttert. Das müsste auf jeden Fall, müssten das 10 Stück sein. Und jetzt können wir einfach den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Jetzt können wir da ein bisschen vorspringen. Na gut, okay, der war anscheinend relativ schnell tot. Und den da einmal runterhauen. Übrigens, die Stacks hier sind relativ egal. Das ist nur der Wütend-Buff. Ne? Das ist nicht der Buff, wie viel er gefuttert hat. Gut, da seht ihr, Achievement ist aufgeploppt. Und ja, dann können wir weiter zum nächsten. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg. Und zwar schimpft sich der mit dem Fluss. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt den urtümlichen Tsunami im Hallen der Infusion auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch, nachdem ihr 3 Flusskontrolleinheiten besiegt habt. Und ja, wie machen wir das? Wir müssen als allererstes mal zum Endboss hier und den können wir dann ein bisschen runterklopfen. Es ist nämlich hier so, dass nach einer gewissen Zeit man ja quasi in einen von diesen Gängen geportet wird und da ist es so, dass die Gruppe quasi ein bisschen aufgeteilt ist und es gibt insgesamt 3 Gänge. Ihr seht das hier auf der Map, quasi 1, 2, 3. Und dementsprechend gibt es am Ende dieser Gänge tatsächlich einen NPC und den muss man umhauen und zwar 3 Stück davon, also in jedem von diesem Gang ein. Heißt, ihr solltet am besten gucken, dass ihr nicht zu viel Damage auf den Boss hier drauf verursacht, dass er halt nicht stirbt, bevor ihr in die Gänge geportet werdet. Ne? Weil sonst könnt ihr das Achievement machen. So, ihr seht, jetzt werden wir in die verschiedenen Gänge geportet und im Normalfall fliegt man ja hier unten runter und läuft dann zum Boss. Wir wollen jetzt aber in die andere Richtung laufen und da oben seht ihr schon dieses Gerät, Flusskontrolleinheit oder Gerät, so rum. Und das hauen wir jetzt einfach um. Das kann auch ehrlich gesagt nichts. Ne? Hat hier diesen Abwehrschild. Den kann man auch interrupten, aber so viel Schadensreduktion bringt der jetzt auch nicht. Also es ist auch nicht so schlimm, wenn er nicht interruptet. Ihr seht, das ist relativ schnell down gegangen. Und sobald ihr das umgehauen habt und die anderen quasi in den anderen 3 Pfaden quasi ihre auch gekillt haben, könnt ihr zurück zum Boss gehen und dann dementsprechend den Boss töten. Und ihr kriegt das Achievement. Dann schauen wir uns die nächste Instanz an, und zwar das azurblaue Gewölbe. Und hier haben wir ein Achievement, was so die ganze Instanz betrifft, deswegen machen wir das mal als erstes. Das schimpft sich eine ehrliche Haut, und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Umbreskul, das ist der Endboss, im azurblauen Gebirge auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch, ohne von einer polymorphen Falle getroffen zu werden oder schildernden Schrei auszulösen. Ja, und was sind die 2 Effekte? Das ist eigentlich relativ easy. Dieser schillernde Schrei, der kommt quasi von diesen Welpen, also hier kreischender Welpe. Wenn ihr in den Kreis von dem reinlauft, dann macht er seinen Schrei und holt diese ganzen Ads. Bedeutet, nicht in den Kreis reinlaufen und das in der ganzen Instanz nicht. Wenn ihr das einmal verkackt habt, ja gut, dann könnt ihr die Instanz eigentlich zurücksetzen. Die sind ja hier an verschiedenen Stellen, der Kreis wird immer kleiner und wieder größer und wenn ihr da reinkommt, dann fängt er seinen Schrei an. Ich meine, man kann ihn auch unterbrechen und vorher töten, aber lauft einfach nicht in den Kreis rein, ne? Also, dann ist das eigentlich easy. Und das zweite ist diese polymorphische Falle. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich sie irgendwo hier finde. Ah ja, genau. Das sind diese Kreise hier. Die sind in der ganzen Instanz mal vertreten. In diesen Ringen in der Mitte sind relativ viele. Da dürft ihr auch nicht reinlaufen. Heißt, nicht in den Kreis von dem Welpen reinlaufen, nicht in die Bodeneffekte reinlaufen und den Endboss töten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar frostige Abreibung. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Talasch Graus
Schwinge im azurblauen Gewölbe auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr 12-mal eisige Verwüstung auf eisige Kristalle angewendet habt, um einen sehr eisigen Kristall zu erschaffen. Okay, also einen Haufen Eis brauchen wir. Und ja, die ersten beiden Bosse haben übrigens keinen Erfolg, bis auf dieses Movement-Ding, was in der ganzen Instanz ist. Und jetzt sind wir hier bei dem vorletzten. Und hier ist es so, dass wir einen Kristall auf einer von diesen Diamantplatten haben, quasi. Und dort müssen wir jetzt diesen Debuff drauf channeln, den er auf einen random Spieler castet. Ne? Das ist ja dieser Eisstrahl. Deswegen stehen wir hier am Anfang alle und pullen ihn nun hier hin. Und derjenige, der dieses Ding abkriegt, der muss quasi dementsprechend dran stehen bleiben und die anderen müssen raus. Also jetzt haben wir die Flächen hier abgelegt. Die sollte natürlich nicht auf den Kristall. Rennen hier wieder alle hin. Und hier der Parler kriegt es einmal ab. Seht ihr? Alle anderen können jetzt theoretisch rauslaufen. Er muss halt stehen bleiben. Das tickt immer viermal. Und nachdem es quasi viermal getickt ist, hat er quasi vier Aufladungen, in Anführungszeichen. Sonst spielt ihr die Mechanics ganz normal. Also ihr geht wieder in die Rune rein. Die Eisdinger legen wir auch ab. Ihr könnt dann einfach nochmal hier in die gleichen Flächen reinlaufen. Wenn ihr ein bisschen Gear habt und ein bisschen Gegenhalt, dann klappt das. Dann laufen wir wieder zurück hier quasi auf den Kristall. Schauen, wer es abkriegt. Diesmal kriegt es der Hunter ab. Der kann stehen bleiben. Die anderen laufen quasi wieder ein bisschen weg. Und ja, das muss im Endeffekt dreimal gemacht werden, wenn ihr es denn hinkriegt, immer alle vier Stacks auf den Kristall drauf zu bekommen. Ne? Wenn ihr dann noch zu weit weg seid und nicht alle vier drauf kriegt, dann müsst ihr es vielleicht öfter machen, aber es sollte eigentlich passen, wenn ihr hier in der Nähe steht. Ihr seht, das Eis wird jetzt schon relativ groß, jetzt kommt der Strahl nochmal, jetzt kriegt es der Magier, wir können wieder rauslaufen, Magier bleibt stehen. Und jetzt blinkt er so komisch, jetzt haben wir einen sehr eisigen Kristall quasi erschaffen. Und jetzt können wir eigentlich den Boss ganz normal runterspielen, quasi nochmal das Eis ablegen, in die Kuppel reingehen und dann dementsprechend den Boss runterhauen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man da auch irgendeinen Stack sieht, aber hier, das ist, denke ich mal, relativ gut sichtbar, ne? Dass er jetzt so ein bisschen pulsiert und dementsprechend ist er jetzt sehr eisig. Ne? Also ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Jetzt können wir den Boss umhauen und danach gibt es dann auch schon dementsprechend das Achievement. Gut, dann schauen wir uns das nächste an. Dann schauen wir uns den nächsten Erfolg an und zwar heißt er einmal der gesprungene Kristall und für diesen müssen wir Folgendes machen. Besiegt Umbreskul im azurblauen Gewölbe auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr schimmernde Geoden mit Drachenstoß zertrümmert und 9 Geodenstücke zerstört habt. Ist eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Also wir sind jetzt beim Endboss hier und ihr seht, hier haben wir so, ja, so lila Haufen, so Kristallhaufen würde ich jetzt mal sagen. Und den Boss pullen wir einfach zu den Kristallhaufen rein. Wir waren uns jetzt hier am Anfang nicht sicher, was es für ein Hit ist, aber es ist einfach der ganz normale Tank-Hit. Also ihr müsst es hier nicht so wie wir machen, dass alle vor dem Boss stehen, sondern es muss eigentlich bloß der Tank da stehen, den Tank-Hit einmal quasi in die Geoden reinhauen, dann spawnen diese kleinen Viecher raus und die tötet ihr. Die haben nicht viel Leben und das macht ihr, ich glaube 4 Dinger sind es insgesamt, oder waren es 3? Ne, 3 sind es. Seht, da hinten haben wir noch einen bei grün gemarkt und bei blau ist noch einer. Und wenn ihr die alle aufgehittet habt und die Ads getötet sind, dann könnt ihr einfach den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht, ist eine ziemlich simple Angelegenheit. Dann sind wir jetzt in der nächsten Instanz angelangt und zwar in Uldaman. Und da haben wir jetzt den Erfolg Tok Friss, Tok Friss, Tok... Tok Friss, Tok Friss, Tok... Ah, so rum. Okay, und was muss man dafür machen? Besiegt Brumash im Uldaman-Vermächtnis von Tyr auf dem Schwierigkeitsgrad Mythos, solange noch mindestens 10 Steinrufer-Troks am Leben sind. Gut, das ist relativ selbsterklärend. Also wir pullen einfach den Boss und dürfen ihn auf keinen Fall instant umhauen, sondern müssen halt warten, bis ein Haufen Troks spawnen. Und dann heißt es halt, keiner Schaden mehr verursachen. Ne? Also nur im Single-Target, ich als Guardian tue mir da zwar auch ein bisschen schwer. Man hat auch den Vorteil, es gibt auch den ein oder anderen Range-Mob. Und dementsprechend sollte man ein bisschen schauen, dass man halt einfach nur den Boss-DPS, die so ein bisschen wegkriegt. Wir haben dann hier auch versucht, ein bisschen mit Roots zu arbeiten. Aber das Einfachste ist einfach nur Single-Target-Damage zu machen, den Boss umzuhauen. Ne? Und sobald ihr dann ihr solltet ein bisschen mehr als 10 vielleicht überhaben, ne? Um auf Nummer sicher zu gehen. Das ein oder andere Trinket springt vielleicht auch mal über. Die haben nämlich leider nicht sonderlich viel Leben. Und dann einfach den Boss runterzuhauen. Ihr werdet halt dann auch ein bisschen die Problematik kriegen, dass jetzt nicht nur der Tank die Aggro hat. Heißt, es ist auch ein bisschen heal-intensiv. Theoretisch kann man es auch mit 2 Tanks spielen, aber das sollte nicht notwendig sein. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar schimpft sich der Nein, seid ihr umwerfend und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Schildwache Kaldras in Uldaman, Vermächtnis von Tyr auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr Schildwache Kaldras
und alle Gruppenmitglieder gleichzeitig betäubt habt. Das ist eine relativ schwierige Angelegenheit. Ich werde euch gleich auch mal zeigen, warum. Und zwar, wie können wir uns betäuben, beziehungsweise den Boss, indem wir einfach in so eine Fläche reinlaufen. Also alle Spieler müssen gleichzeitig in eine Fläche reinlaufen und der Boss muss auch durch die Fläche gestunt werden. Es ist jetzt aber so, dass der Boss zwei Mechanics hat, dass er nicht gestunt werden kann. Er hat einen Wuteffekt, da kann er nicht gestunt werden. Ist er komplett stun-immun und wenn der Wuteffekt ausläuft, hat er einen Buff, dass er zweimal nicht gestunt werden kann. Jetzt ziehen wir ihn zweimal schnell durch eine Fläche, dann ist er weg, dann kann man ihn stunnen und jetzt muss jeder quasi von uns einmal in eine Fläche reinlaufen. So, das muss aber ziemlich gut abgetimed werden, denn ihr braucht erstmal sehr viele Flächen und sobald er quasi seinen Wuteffekt abläuft, hat er ja diese zwei Stacks drauf, ne? Und nach ein paar Sekunden haut er sich wieder den Wuteffekt drauf. Ja? Also ihr müsst also schauen, dass der Wuteffekt gerade runter ist, ihn instant durch zwei Flächen durchziehen, dann durch die dritte und alle in den Stun reinlaufen. Also es muss relativ schnell hintereinander sein. Wir hatten vorher immer ein bisschen rumgestruggelt, weil wir dann ewig auf den Wuteffekt gewartet haben und es dann immer zu lange gedauert hat, ihn quasi durch die nächsten Flächen durchzuziehen. Aber wenn er es so macht, wie ich es gesagt habe, ist es eigentlich überhaupt kein Stress. Gut, dann weiter zum nächsten Achievement. Dann kommen wir zum letzten Erfolg in der Instanz und das schimpft sich einmal wie Sand im Stundenglas und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Chronolord Deos im Uldaman Vermächtnis von Tür auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr 20 fallende Ewigkeitskugeln vor dem Aufprall auf dem Boden aufgefangen habt. Dieses Achievement wurde geändert, davor war es, man musste alle auffangen, also es durfte kein einziges durchgehen. Und das war wesentlich schwieriger. Ich habe das auch noch gemacht, bevor das geändert wurde. Aber mit einem kleinen Trick. Ich zeige euch das jetzt einfach mal nebenbei. Und dann kann ich euch erklären, wie das mit den Kugeln auch funktioniert. Also, wenn man den Bosskampf nämlich startet, fängt der Boss an, so Kugeln zu spawnen, die von oben nach unten runterfallen. Und wenn sie quasi aufkommen, dann gibt es so eine Void Zone. Ja? Und wir wollen jetzt eigentlich verhindern, dass diese Kugeln am Boden fallen. Wie gesagt, am Anfang war es so, dass man dementsprechend keine einzige von denen fallen lassen durfte. Jetzt hat Blizzard das ein bisschen geändert. Damals haben wir das so ein bisschen gemacht, dass wir den hier hinten in dieses Becken reingezogen haben. Dann sind nämlich alle auf der gleichen Stelle gespawnt und dann war das relativ easy. Ich kann jetzt vielleicht mal noch ein bisschen vorspulen. Wir haben auch am Anfang einen normalen Try gemacht. Da seht ihr es, da sind diese Kugeln. Und der Boss verursacht auch verschiedene Fähigkeiten, die einem so ein bisschen nach hinten kicken. Heißt, da muss man immer auch ein bisschen schauen, dass man die auch alle dann noch aufgesammelt kriegt, weil man steht in dem Pool drin, wo es quasi runterfliegt, ne, und wird im letzten Moment weggekickt, ist ein bisschen eklig. Jetzt, wie gesagt, wenn ihr quasi eine fällt und eine nicht auffangt, ist vollkommen egal. Ihr müsst eigentlich bloß gucken, dass ihr 20 während des Kampfes aufsammelt, am besten ein bisschen Slow Damage machen und damit ist das Achievement eigentlich auch ziemlich einfach. Davor war es ziemlich abfuck tatsächlich. Und da konnte man es halt mit diesem Trick, was ihr vorhin gerade gesehen habt, hier hinten an diesem Pottich, konnte man es ein bisschen cheesen, weil die dann alle da gespawnt sind. Müsste aber jetzt, wie gesagt, nicht mehr machen, weil Blizzard eingesehen hat, dass das Achievement ein bisschen zu schwer war und die das tatsächlich auch geändert haben. Gut, dann schauen wir jetzt noch die letzte Instanz an. Dann schauen wir uns die letzte Instanz an und zwar das Rubin-Lebensbecken und dort werden wir gleich zwei Achievements auf einmal gucken und zwar einmal Drachentötungspunkt. Dafür müssen wir Folgendes machen, besiegt Meledrosa im Rubin-Lebensbecken auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr in ihrer Kammer 40 energieerfüllte Welpen besiegt habt. Und das andere ist hier, bist du meine Wutmutter, besiegt Kiraka und Erhard Sturmader in den Rubinlebensbecken auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr das schlüpfende Rubinei gekühlt, versenkt, gehärtet und beschützt habt. Das Ding ist, das ist halt mit den Welpen, ist direkt beim ersten Boss, das andere ist bei allen Bossen. Da müssen wir einmal nämlich ein Ei durch die ganze Instanz durchschleifen und bei jedem Boss irgendeine Mechanik quasi fressen. Ich sage das jetzt lieber am Anfang, ihr habt das dann, wie ich da ein Achievement am anderen macht, ihr das Video quasi am Stück guckt und dann quasi das andere Achievement verkackt habt. Ne? Bloß so viel jetzt am Anfang zur Information. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir einmal rein. Sodala, also wir sind jetzt hier in der Instanz drin und haben schon mal den ganzen Trash zum ersten Boss gekillt. Jetzt gehen wir in diesen ersten großen Raum wieder zurück und dort in der Ecke, seht ihr, da geht der Eingang rein und quasi gegenüber in der Ecke liegt dieses Ei. Ich habe das jetzt als Tank mitgenommen, ihr könnt das bestimmt auch als DD machen. Als Tank bist du halt einfach ein bisschen stabiler und wir müssen jetzt dann ein paar Void saugen, deswegen macht das, denke ich, mal mehr Sinn. Das Ei nehmen wir mit, das ist quasi für das Achievement, für dieses Brutmutter-Achievement, wo wir jetzt dementsprechend
wo wir jetzt entsprechend bei jedem Boss irgendeinen Effekt fressen müssen. Ich habe jetzt hier meine Shapeshift-Gestalt mal alle rausgezogen. Mir wurde nämlich erzählt, dass man da quasi nichts drücken darf, was Shapeshift-Gedönse ist oder irgendwie Bewegungsgeschwindigkeiten, also Movement Speed, Slow Sachen runternimmt. Deswegen habe ich das mal rausgezogen. Später hat sich rausgestellt, dass es egal war, ne? So, das Erste, was wir jetzt machen müssen für das Brutmutter-Achievement, ist in diesen weißen Swirlies drin stehen zu bleiben. Ne? Also nicht hier diesen großen, sondern diese kleinen, wo die Stacheln spawnen. Da muss man einmal drin stehen bleiben, um dieses Ei quasi zu kühlen. Ne? Das ist quasi der erste Teil von dem Erfolg hier bei dem ersten Boss. Weil wir das einmal gemacht haben, wird es dann auch so ein bisschen frostig. Ich glaube, ich bin vorhin auch schon mal stehen geblieben und dann habt ihr das schon mal dafür abgehakt. Für das andere Achievement mit den Welpen müssen wir einfach hier nur alle Welpen in dem Raum töten. Der Boss beschwört selber alle paar Sekunden hier die Welpen. Wir können aber auch in die Eier einfach reinlaufen und dadurch werden sie quasi auch rausgeholt. Ne? Also wenn ihr den Boss ein bisschen schneller machen wollt, ihr seht ja, der Worry springt gerade in die Welpen rein. Wenn wir da komplett drüber laufen, holen wir die alle raus und können die dann einfach weckerehen. Insgesamt müssen wir 40 Welpen weckerehen. In jedem von diesen Nestern sind 10 Stück drin. Heißt, ihr müsst einfach wirklich alle Welpen rausholen. Dann habt ihr auch dieses Achievement. Für das Brutmutter-Achievement, wie gesagt, müssen wir jetzt noch zu den anderen Bossen weiter. Und dementsprechend bei den anderen Bossen dann auch noch ein paar Voids mitnehmen. Dann schauen wir uns jetzt beim zweiten Boss hier an, was wir da machen müssen mit dem Ei. Und zwar, wenn der Boss so einen Ad ruft, ne, dann gibt es quasi so einen Bodeneffekt, so einen Feuereffekt. Und da muss man sich als Eiträger quasi reinstellen. Das müsste jetzt hier dann gleich kommen. Und da seht ihr, da beschwört er jetzt gerade eins. Da stelle ich mich jetzt rein, kriegt das einmal ab und jetzt brennt mein Ei. Hier beim Bären wird es gerade nicht mehr angezeigt, aber diesen Feuereffekt habe ich drauf. Und ja, ihr seht auch, wenn das Ei visuell nicht mehr angezeigt wird, ist es egal, solange ihr den Buff habt, zählt es trotzdem. Also jetzt haben wir es einmal quasi zum Brennen gebracht. Dann schauen wir uns das nächste Achievement an. Und zwar schimpft sich das einmal verursacht Dampf-Feuerschaden. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Kokia Feuerhuf in dem Rubin-Lebensbecken auf den Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr 4 Lebensbecken mit geschmolzener Brocken erhitzt habt. Und ja, das ist halt auch bei dem zweiten Boss, wo wir jetzt eben das Ei schon quasi erhitzt haben. Ihr könnt es auf 2 Wege machen. Wenn dann, ihr macht diesen Eierlauf einmal und lauft dann nochmal rein und macht die anderen Achievements oder ihr versucht es gleichzeitig zu machen. Wir haben erst den Eierlauf gemacht und dann quasi das Achievement nochmal, weil das teilweise ein bisschen tricky ist. Man voidet irgendwann alles zu, nicht dass man mit dem Ei dann stirbt. Ne? Deswegen haben wir es auf 2-mal gemacht, aber ihr könnt es, wenn ihr gut seid, das auch auf 1-mal machen. Was müssen wir da machen? Und zwar der Boss, jetzt buggt das hier gerade ein bisschen. Ah ja. Springen wir nochmal einmal hier hin. Wo sind wir? Da können wir einmal hin. Und zwar tut der Boss alle paar Sekunden so eine Kugel nach vorne rausschießen. Und hier ist es jetzt so, dass wir verursachen wollen, dass die Kugel in dieses Becken reingeht und das entzündet. Deswegen ziehen wir den Boss dahin, laufen da mit allen Leuten quasi auch hin und schauen, dass das einmal reingeht. Da muss man relativ schnell sein. Es funktioniert eigentlich immer so, dass das Ad spawnt oder dass der Boss das Ad holt und dann so eine Kugel danach macht. Deswegen muss man halt so ein bisschen gucken, dass man sich dann komplett gestackt in das Ding reinstellt. Am besten den Boss hier schon in die Ecke ranzieht. Von der Kugel sollte man sich auch nicht treffen lassen. Und wenn es dann so komisch dampft, wie jetzt hier, hat es geklappt. Ihr habt gesehen, da kriegst du schon relativ viel Schaden. Teilweise hast du auch das Problem, dass das Ad dann zu nah spawnt, dass du auch noch in dem AE drin stehst mit der ganzen Gruppe. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, dass man die beiden Achievements getrennt voneinander macht, weil hier kann man relativ leicht sterben. Und wenn ihr mit dem Ei sterbt, dann ist halt einfach Feierabend. Ne? Und das macht ihr quasi bei allen 4 Becken. Es sind ja insgesamt 4 Becken in allen quasi Richtungen 1 und die müsst ihr alle mit Dampf versehren und dann ist gut. Wie gesagt, es spawnt erst einmal das Ad, das ein bisschen nach außen legen und dann vor dem Becken zusammenlaufen. Am besten den Boss auch ganz zum Becken hinpullen, weil wenn das, wenn diese Kugel zu weit rollt, dann zündet die irgendwie das Becken nicht an oder bringt es nicht zu dampfen, keine Ahnung, das backt dann halt ein bisschen rum. Ja, müsst ihr ein bisschen rumtryen, wir haben es auch nach ein paar Versuchen dann hinbekommen und ja. Gut, dann schauen wir uns das letzte noch an. So, dann schauen wir uns jetzt noch vom letzten Boss für den Brutmutter-Achievement das Ganze an. Und zwar haben wir jetzt hier die beiden Bosse. Wichtig ist, dass wir jetzt so schnell wie möglich den Humanoiden hier töten, diesen Erhard. Den brauchen wir nämlich nicht, den können wir einmal umboxen. Und am Schluss brauchen wir dann nur noch den Drachen. Und zwar ist es so, dass wir mit dem Ei dann in dieses Feuer von dem Drachen rein müssen. Und sobald das passiert, fliegt nämlich unser Ei von uns runter und bekommt die ganze Damage. Ja? Heißt, wir wollen vorher
den Drachen auch möglichst weit runter gehittet haben. Also möglichst so auf 20-10%, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und dann wollen wir quasi in dieses Feuer rein, ja. Und ihr seht, jetzt ist das Ei quasi runtergedroppt und das kriegt die ganze Zeit Schaden, ja. Das muss dann auch gegengehalten werden oder ihr tötet den Boss halt einfach schnell genug, dass es nicht stirbt. Das kriegt, glaube ich, immer 33.000 Schaden pro Sekunde. Also da muss man da tatsächlich schnell sein. Und ja, bei uns hat das jetzt hier soweit geklappt. Das Ei ist quasi runtergedroppt und der Boss ist 2 Sekunden danach gestorben. Also es hatte gar keine Zeit, quasi tot zu droppen. Und ja, dann habt ihr das Achievement einmal eingeheimst und wir haben es jetzt wie gesagt so gemacht, dass wir jetzt erstmal einmal das Ei durchgebracht haben und dann sind wir jetzt nochmal reingegangen, um dementsprechend die Instanz einmal zu resetten und dann nochmal oben das mit den Kugeln zu machen. Fanden wir jetzt ein bisschen angenehmer, aber wie gesagt, ihr könnt es auch auf einmal machen. Juti, dann sind wir mit allen Erfolgen in allen Instanzen durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.